Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Dry Jump. Diesmal nicht alleine, wir haben jemanden dabei und zwar die Fairy Dust. Die Fairy Dust, hallo. Hi. Heute gibt es eine Challenge und zwar, seht ihr das schon hier richtig? Ich habe Matheaufgaben, wenn ich diese richtig beantworte, darf ich die Punkte aus diesem Modul behalten und wenn nicht, dann nicht. Das sind Realschulaufgaben und wir bekommen 20% von 900 sind 180, würde ich jetzt einfach mal tippen, weil das so mir am sinnigsten erscheint. Okay, die nächste. Am sinnigsten. Ja, die nächste stimmt? Wäre. 45,6 mal 0,1. Ja, 540,6 mal 0,1 sind. 54,06. Ah, richtig. Scheint richtig stimmt? Einfach zu sein, tatsächlich. Oh, jetzt kommt die krasseste Aufgabe der ganzen Welt. 8,3 Tonnen sind. 8300 Kilo. Hä, die sind echt einfach. Oh mein Gott. Hätte ich nachdenken dürfen. Wieso hätte ich da nicht nachdenken dürfen? Willst du mir jetzt gut, irgendwas weiter, vorschlagen? Weiter. Oder? Welche Antwort stimmt? 18 Kilometer? Was sind 18 Kilometer? 18 Kilometer. Fuck, ey. 18 Kilometer sind. Sind, oh shit. 1000. Ah, wie viel? Boah, die ist schwer, gell? 1000 Kilometer. 18.000 Meter. Okay, habe ich richtig. Perfekt, Alter. Really, nigga? Achso. Ja, gut. Oh mein Gott, Leute, wir haben eine Ewigkeit gebraucht, bis wir jetzt neue Aufgaben gefunden haben. Wir haben aber so ähnliche gefunden. Okay, was ist die Aufgabe? Schnell. Ein Drittel plus ein Viertel. Sim? Oh mein Gott. Zwei Siebtel, sieben Zwölftel, ein Zwölftel, ein Siebtel. Warte mal, vier Zwölftel plus drei Zwölftel sind sieben Zwölftel. Sind sieben Zwölftel, ja. Das ist richtig. Sofort weiter. Super. Welche haben wir schon? Zwei Milliliter sind. 0,02 Liter. Also wenn 0,002. Also wenn das in der Realschulabschlussprüfung drankommt, dann... Ja, warum? Ich weiß gar nicht so. Realschule ist halt schon ziemlich low, ehrlich gesagt. Ich weiß es nicht. Ja, vor allem die Aufgaben da. 0,02 Liter. Das ist ja eine Grundschule. Oh, schwierigere Aufgaben. Schwierigere. Deutsch war auch ausgedrückt. Ja. Welche Antwort stimmt? Musst du gerade reden, oder? 27. sind 14 Zehntel, 35%, 0,7, 7,20. Oh, das ist gar nicht mehr so einfach. Das ist tricky. Tricky vielleicht? Ja. Oh mein Gott, 27. Hä? 35. Was sind denn 27? 27? Hä, ich check's gerade echt nicht. Was könnte das denn sein? 35% natürlich. Jawohl, Alter. Das eigentlich war es einfacher als erwartet. Ich hab's dir erst gesagt. Ja, wow, hast du mir vorgesagt, oder was? Möchtest du mich zum Schießen anbringen? Ich hab dir das erst gesagt. Bestimme den Term mit dem gleichen Wert wie 3 plus 7 mal 5. Das musst du dir aber jetzt selber anschauen. Was? Bestimme den Term mit dem gleichen Wert 35, wie 38, 38, 9. Nein, 21, 89, 27, 36, 38, das. Holy shit, Punkt vor Strich, alles klar! Glückwunsch. thanks, mate. I really appreciated it. Hä? Welche Antwort stimmt? 27. sind 30%, 35%, 40%, 25%? Das ist doch... Achso, das hatten wir schon. Dann machen wir überspringen. Ja. Nee, das ist nicht die gleiche, aber ähnlich. Aber ähnlich, ja. Welche ja. Antwort stimmt? 87 Liter sind... 87 Liter sind... 87.000 Milliliter. Ja. Da warst du dir jetzt unsicher. Nee, weil du so geschaut hast. okay, das kann man nicht ganz lesen. Ja, die ist doof. Oder was? Der Winkel Alpha hat die Größe 45 Grad. Grad, welcher prozentuale Anteil der Kreisfläche wird durch den Kreissektor oh mein beschrieben? Gott, Alter. Hallo, kann das mal aufhören? Hier, was ist das? Oh mein Gott, das find's ist nicht. 45, das sind ja ein Achtel, oder? 12,5%. 12,5% sind's, Boys. Jawohl. Okay, das heißt, wir dürfen alle Punkte mitnehmen. Das Problem an dieser Sache ist, wir werden sie wahrscheinlich das 10. Modul. Was ist das? Leute, ohne Scheiß, ich krieg gleich einen Eierkrampf, wenn das so war.
Hey, ich konnte das... Nee. Jungs, das... Merke gleich, bestes System mal wieder. Es ist voll brach. Guckt euch an, dieses Leichtmodul schaffe ich einfach nicht, wegen Bugs. Lol. Die wollen einfach nur deine Eierkram sehen. Kannst du dich mal ein bisschen zügeln, wie so ein Pferd, oder? Nein. Scheiße, man, wir hätten das Modul halt echt easy geschafft. Nun gut, wir dürfen alle Punkte behalten. Gotcha! Scheiße. Was sagst du jetzt dazu, hä? So, wir haben 3050 Punkte, ja? Und damit kaufen wir auf jeden Fall ein paar Sachen. Ja. Es lief halt tatsächlich ziemlich gut. Ich hätte nicht gedacht, dass es so einfach wird. Wir haben ernsthaft Realschulabschlussprüfungsaufgaben für Kopfrechnen genommen. Weil ich halt dachte, so beim Gaming nebenbei könnte das schon ziemlich schwierig werden. Aber dann war das schon sehr, sehr einfach tatsächlich. Ihr könnt ja auch mal schreiben, wie viele Aufgaben ihr richtig wusstet und wie viele ihr falsch gemacht habt. Würde mich auch mal interessieren. Ich habe natürlich jetzt halt hier auch schon eine ganz andere Ausgangsposition. Ich meine, ich habe mein Mathe-Abi gemacht und trotzdem ist es nicht unbedingt einfach Kopfrechnen, weil wir machen alles mit dem Taschenrechner immer. 20% war die 35%. Keine Ahnung so. Ja. Da, das war die einzige Aufgabe. Eigentlich war die auch recht easy. Da bin ich, habe ich voll den Lag gehabt. Ja, weil 27 sind ja. Ich wusste das einfach nicht. Ich habe vorher gegoogelt. Deswegen gab's nur das genommen, was ich gesagt deswegen hab. Deswegen gab's einen Cut. Oh lol. Aber das war mir ein bisschen abgestaubt. Ja, weil 27 sind ja 3,5 Zehntel, ja? Und 3,5 sind ja immer 35%. You know that? You know that, babe? Danke, Ronja, der Lehrer bringt euch Mathe bei. Ich kann aber kein Deutsch. Ohne Scheiß. Deutsch-Abi war ich der schlechteste, Mathe-Abi war ich einer der besten. Lief auf jeden Fall bei mir. Oh mein Gott. Das hat sich jetzt auch in Deutsch angehört, aber ja, ist ja egal. Du kannst ja eh kein Deutsch. Deutsch? Ja. Warum schießt der Underlag auf eigentlich auf mich? Frag ihn einfach. Nee. Nee, machst du nicht. Oh mein Gott. Warte. Fußgänger. Wir sind Kinder anwesend. Ihr könnt ja auch mal schreiben, wie alt ihr seid. Ich tatsächlich, laut den Statistiken, sind die meisten 13 bis 17, okay. Gut. Hätten wir das auch geklärt. Ach, geht einfach rein, Alter. Hallo, was rennst du nur weg, Alter? Der hat Angst vor dir, siehst du? Meinst du? Meinst du wirklich? Ja. Meinst du? Oh. Oh. Wie viel Leben kann er denn noch haben, Alter? Das gibt's doch gar nicht. Ah, jetzt haben wir ihn. Nur noch ihn. Ja, okay, den kriegen wir aber auch noch. Sollen wir ihn ein bisschen penetrieren mit dem Boden? Der arme Lukas. Der arme Lukas, der Lukas von heute. Mein Gott. Oh. Boxspringen. Oh, scheiße, ich habe gar nicht... Schule. Jetzt mach ihn mal hinüber. Ich hab nicht regeneriert. Du hast gar kein Leben, Mann. Ja, Mann, ich hab nicht regeneriert. Oh, jetzt hier, Alter. Hast du aber doch mal Glück gehabt, mein Gott. Siehst du, diese Muskeln schauen die dich an, oder was? Nein. Was bist du da für ein Glaskopf? Besser ein Glaskopf als eine hohle Birne. So, Leute. Lasst auf jeden Fall. Der Front, der kam nicht an. Den hat keiner verstanden. Freunde, auf jeden Fall, ja. Mathematik ist ein wichtiges Fach. Ihr wisst schon. Ich werde auf jeden Fall jetzt auch noch die Kleider subtrahieren und unsere Körper multiplizieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Nee. Lasst ein Like da für diese ultraschöne Kombination zum Ende. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Schaut bei Fairy Dust vor allem auch vorbei und schreibt neue Challenges. Macht es gut und ciao. Cranky Capone, Cranky Capone, Cranky Capone, yeah, 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 yeah. Cranky Capone, Cranky Capone, Cranky Capone, yeah.